und wir sind wieder bei der Katharina Rogalla in der Backstube. Heute seht ihr, dass das mal eine Backstube war, weil wir sitzen vorm Ofen. Da ging früher das Brot rein. Aber was ihr noch seht, wir haben was Ungewöhnliches zwischen uns. So seht ihr alle innen aus, ihr Lieben. Katharina, was genau ist das und wozu benutzt du das? Naja, das ist erstmal hier unsere Wirbelsäule unten mit dem Becken. Aha. Sieht man so den Schädel. Und ja, das tragen wir in uns. Das ist das, was uns auch im Innersten zusammenhält. Und was uns aufrichtet, ne? Ja, genau. Ja. Wo sind denn jetzt die Sitzhöcker? Ich erinnere mich, du hast über Sitzhöcker gesprochen. Wo sind die Sitzhöcker? Das sind hier unten an den beiden Beckenhälften die unteren Knochenvorsprünge hier. Und die heißen eben tatsächlich so, weil wir darauf sitzen können. Und wenn das so ist wie jetzt, balancieren wir da drauf. Man kann natürlich auch hinter Sitzhöckern sitzen und dann werden ihr wir seht, rund. Ihr Lieben, ihr seht, was mit eurer Wirbelsäule passiert, wenn ihr euch so permanent einrollt. Die Wirbelsäule mag das besonders, wenn man sich regelmäßig bewegt, dynamisch sitzt. Darüber haben wir schon ganz oft gesprochen. Und da sehen wir es jetzt mal, wie das aussieht, meine Herren. Na, man sieht eben hier diese Wirbel und dazwischen die Bandscheiben, die viel gescholtenen, viel besprochenen. Und natürlich durch viel Bewegung werden auch diese Bandscheiben mit bewegt und gewalkt. Interessant ist, hier unten sind die Wirbel groß und nach oben zu werden die immer kleiner und zarter. Ja, und darüber sprechen wir dann das nächste Mal nochmal genauer, weil gerade Bandscheibe, da sollten wir vielleicht auch nochmal ganz kurz drauf eingehen bei der nächsten Sendung. Ich danke dir.